Hey Leute, was geht ab bei euch zu einem neuen Video von mir mit PES? Ich habe auch meine drei anderen Karrieren am Start. Also hier die Dortmund-Karriere, dann Barcelona, die ich leider nicht filmen kann. Und dann die Real Madrid-Karriere. Ja, ich bin sehr, sehr stolz. Warum soll ich stolz sein am Spiel? Ich bin stolz. Erstmal, dass ich fertig gemacht. Und davon kriegen wir immer davon was. Ja. Absolviert. Also ich habe schon ein paar Partien gespielt. Jawoll, kriegen wir. Ich habe auch meine anderen Karrieren am Spiegel am Start. Ich muss gerade die andere Karriere jetzt auch mal machen. Ich habe ja auch meine anderen Karrieren am Start. Da muss ich jetzt gerade auch was machen und Aufnahme poppen. Ja, jetzt fangen wir mal an. Sechster Spieltag. Cobresal gegen Real Madrid. Im Konami-Stadion. Real Madrid ist zu Gast bei Cobresal. Der Kommentator ist Zahid. Ja, bei der Barcelona-Karriere gucke ich mal. FC Groningen gegen den FC Barcelona auch im Konami-Stadion. Jetzt starten wir mal beide Partien, wenn jemand so schnell geht. Ja, Royas. Royas Grondona. Aber der war von Royos schon stark. Also zu stark gepasst. Bei mir gibt es schon bei der Barcelona-Karriere schon in der 55. Sekunde direkt einen Foul von Diego Costa. Kriegt die gelbe, aber das schnellste Foul der Liga. Ja. Aubameyang, Dirsch. Junge. Özyacoub. Habe ich auch gestern gezogen im Pack. Und das, ah, der war von, okay, jetzt ist okay, aber in der 55. Sekunde schon das Tor, schon den Foul. Aber das Tor ist schon unmöglich, schon so ein schnelles Tor zu erzielen. Da Costa, Daniel Schwab, der bei PSV Eindhoven ist. Junge, dieser Name ist so lustig. Dick. Und bei meiner Barcelona-Karriere hat Cristiano Ronaldo den Ball und er macht das Tor. Pierre-Emerick Aubameyang, fast nur drin, was für ein Tor. Jawohl, oder ist ein Tor. Bei meiner Barcelona-Karriere und bei meiner Real Madrid-Karriere ist das Tor. Auch in dem sechsten Spieltag, aber in der Minute ist das nicht so gleich. Das weiß ich schon, nicht so gleich ist das. 18. Spielminute und da ist schon das Tor. Wie geil. Okay, Fehlpass vom Gegner, Aubameyang. Pia, Aubameyang. Beitel. Das kann eigentlich ein Foul sein. Aber auch der Schiedsrichter pfeift nicht. Schade, Romo. Solis. Ich guck mal, ob ich jemanden wechseln kann. Okay, nee. Kann nicht wechseln. Meissner. Haupt.
Wie schön von Haupt. Hey, Schiri, pfeif doch! Zumindest ein Einwurf. Jawohl, ein Einwurf. Okay, bei meiner Barcelona-Karriere Doppelpack von Ronaldo. Ich will auch Ronaldo in meiner Real Madrid-Karriere haben. Das geht voll. Ronaldo, Madrid. Ronaldo, Madrid. Sarabia. Fehlpass, Meissner. Haupt. Warme Show. Ich weiß nicht, ob man den au aus ob man den so ausspricht. Da Costa. Schwab. Junge. Schwab. Gegen Kabion. Er gewinnt, aber er macht den Fehlpass. Escola. Escolalona. Oder wie man den auch ausspricht. Sepulveda. Sarabia mit dem Pass, aber auch Sebulveda hat den Fehlpass gemacht. Gleich ist Halbzeit. Junge, Baitel, Özyacoub mit dem Pass auf Aubameyang. Er wollte glaube ich zu Beitel passen. Gleich ist Halbzeit. Bitte jetzt. Schiri pfeift ab. Ja. Abgepfiffen. Es ist Halbzeit. Jetzt schnell wechseln, weil ich habe ja auch Zeit. Ist dieses Video schon 7 Minuten lang. Und meine Aufnahme kann nicht bis 25 oder so aufnehmen. Deswegen dann kann ich ja nicht das Video. Okay, Dreierpack von Ronaldo. Ronaldo hat den Dreierpack gemacht. Also du, und der Ronaldo ist schon krass, deswegen will ich mir den auch hier in der Madrid-Karriere haben. Den will ich auch als Kapitän ankündigen. Weil er ist voll cool. Ich finde auch den besten Stürmer aller Zeiten. Nur, da muss ich Ober seine. Dann kommt Beitel ja weg. 47. Spielminute. Spielminute Özyacoub gegen Grondona. Kehrer gegen Romo. Wormichow ist es Einwurf für Cobresal. 1-0 führt Real Madrid gegen Cobresal, nochmal angekündigt. Bei meiner Barcelona-Karriere führe ich schon 3-0 und dank diesem krassen Ronaldo. Und deswegen möchte ich den hier auch mal haben. Bonmann, stark. Einfach nur stark. Baitel, das ist die Chance, das ist die Chance, aber er verliert den Ball. Jerez. Fehl doch kein Fehlpass. Grondona, er hat die Chance zum 1:1, aber nein. Gut von Winkel, der angewechselt wurde. Für Meissner. Daniel Schwab. Junge. Beitel. Schwab. Ah, der war zu hoch. Die Spielminute, das geht ja schnell hier. Aber 9 Minuten schon. 12 Minuten will ich mindestens mal schaffen. Aber das schafft fast niemand. Beitel ist ganz nicht mehr fit, aber ich habe schon 3 Wechsel gemacht, deswegen geht das ja nicht mehr. Ja, Scholes, Sepul, wieder, Romo, Sabia,
Gut von Winkel. Oder wer das war, Özyakup vielleicht. Okay, dann Costa. Schwab. Ludwig. Junge. Beitel. Ludwig. Wenn der stark wäre zu Aubameyang, aber nein, Fehlpass von Ludwig. Rondona setzt sich durch gegen die ganze Abwehr. Aber gut, von Da Costa. Der reagiert hat. Beitel. Viererpack von Ronaldo. Also, dieser Ronaldo ist schon krass. Den muss man sich einfach gönnen. Ah, nicht so gut von. Ich glaube, das war. Ich habe mal nicht aufgepasst. Ja. Der Kommentator sollte eigentlich immer aufpassen. Da Costa will den Ball. Was war das von Özyakup? Ja, muss ich hier jetzt mal. Jerez. Was war das denn? Okay, jetzt kann ich es wieder aufstellen. Poblette. Ja, nicht gegen Bonmann, nicht gegen Bonmann. Stark von Bonmann. Okay, aber nicht gut von Özyakup. Okay, 1:0 gewonnen. Ich sagte ja schon, 12 Minuten wären gut. Und 1:0 knapp gewonnen. Aber finde ich schon gut, dass meine Mannschaft sowas jetzt kann. Es ist schon cool. Daumen hoch. Ja. Spieler des Spiels ist Meißner. Okay, Livellona hat verloren. Aber diese Woche war sehr stark gespielt von Bonk and Bresse. 3 Tore haben die rausgehauen. Schon krass. Und was gab es hier noch am Spieltag? Armins SC hat schon auch alles rausgepackt. 3:1 gewonnen. Schon cool. Ich muss kurz meine Kamera da schieben. Aber ich führe immer noch in der Tabelle. 16 Punkte. Und 11 Tordifferenz. Okay, ich guck mal, wie viel, also Junge habe ich als Torschütze. Wie viele Torschütze habe ich? Dienst, zweiter, Beitel, dritter. Vierter ist Aubameyang. Also bei mir haben 4 Schützen getroffen. Wer hat 1 minus? Junge, ja. Kann ich jetzt auch gelten lassen. Also muss ich jetzt auch nicht trainieren. Muss ich ja gelten lassen. Mache ich. Ich gelte es mal. 5 Spiele pro Tag. Ich dachte jetzt gerade schon. Hä? Ich kann nichts bewegen na jetzt. Einmal 5. Und hier davon. Was kann ich noch ändern? Ja, ich habe ja gegen Spielen gespielt. Wen hab ich denn hier auf der Scouting-Liste? Ich habe Vagic als Torwart. Und Jansson. Der hat ja 4 Sterne, aber der ist Abwehr. Könnte ich zwar vertragen. Ich weiß es noch nicht.
Irgendwann werden wir auch ein krasses Pack-Opening machen, würde ich mal sagen. Irgendwann mal, wenn ich mal viel Geld habe. Also viel Coins habe. Viele Coins habe. Aber das war's erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Schaut meine anderen Videos. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Zeit ist.